Ja, Landtagsabgeordneter, wie sieht es aus für die Mindestsicherung der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher? Ja, wir sehen anhand der Zahlen der letzten Jahre, dass der Bedarf, der finanzielle Bedarf für die Mindestsicherung in Niederösterreich bereits bei über 60 Millionen jährlich liegt und dieser Betrag ist natürlich weiterhin im Steigen begriffen und da fordern wir Freiheitliche, dass hier auch Maßnahmen gesetzt werden, erstens die finanziellen Aufwendungen einzudämmen, zweitens die Notwendigkeit überhaupt erst einmal einzuschränken, dass Menschen diese Mindestsicherung in Anspruch nehmen und vor allem, und das ist ein ganz wesentlicher Schritt in unseren Augen, auch eine Art Heimatlandbonus, Herkunftsprinzip einzuführen, denn es kann nicht sein, dass Menschen aus beispielsweise Rumänien denselben Betrag bekommen wie Österreicher, die vielleicht ihr Leben lang hier eingezahlt haben und ganz andere Lebenshaltungskosten haben als Bezieher aus anderen Staaten. Und da muss hier eine Anpassung erfolgen, dass man hier an das Pro-Kopf-Einkommen des Herkunftslandes nivelliert wird. Es ist natürlich über weite Bereiche ein arbeitsloses Einkommen, wo man sich die Gerechtigkeitsfrage stellen muss. Andere Menschen müssen arbeiten, müssen durch harte Arbeit auch zum Teil ihre Familien ernähren und sind auch oft in Bereichen, in Einkommensbereichen, wo sie keinerlei Förderung erhalten, aber tagtäglich arbeiten gehen müssen dafür. Und hier stelle ich auch eine gewisse Ungerechtigkeit fest, die abgeschafft gehört. Welche Wünsche haben Sie in diesem Zusammenhang für den Einzelnen? Naja, zum Ersten, dass mal die Notwendigkeit gar nicht mehr besteht für einen Großteil der Bürger. Und das sind natürlich auch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen notwendig. Die Arbeitslosenzahlen sprechen ja Bände. Und wenn wir hier an einen Punkt gelangen würden oder endlich damit beginnen würden, hier die Arbeitslosenzahlen zu reduzieren, mehr Menschen in Beschäftigung zu haben, dann hätten wir einerseits das Problem nicht, dass Menschen betteln gehen müssten, um ihr Auslangen zu finden. Und zum Zweiten die Allgemeinheit gar nicht erst in die Versuchung oder gezwungen wird, hier so viele Menschen mit ihrer Arbeit zu erhalten. Ein weiteres Thema, vier Buchstaben, hinter denen sich große Diskussionen verbergen, TTIP. Ja, das Thema TTIP und mit all seinen verbundenen Abkommen, wie sie alle heißen, muss ein ganz wesentliches Thema auch in der zukünftigen Arbeit sein. Denn wir stellen leider fest, dass in der Diskussion rund um Asyl etc. dieses Thema TTIP oft in Vergessenheit gerät, aber weiterhin sehr wesentliches sein wird und es unsere Aufgabe sein muss, auch hier weiter dagegen anzukämpfen. Denn mit all diesen Verträgen, die hier abgeschlossen werden sollen, erreichen wir nur eine Nivellierung unseres Niveaus nach unten, unserer Standards nach unten und vor allem mit Investitionsschutzabkommen erreichen wir nur, dass wir hier unseren Rechtsstaat, den wir über Jahrzehnte und Jahrhunderte aufgebaut haben, ad acta schaffen würden. Wir würden damit erreichen, dass ordentliche Richter nichts mehr zählen, sondern private Schiedsgerichte über den Fortbestand von Unternehmen, aber speziell über Vertragssicherheit entscheiden. Und das kann nicht unser Ziel sein und ist nicht in unserer Rechtstradition. Was bedeutet das für den einfachen Bauern am Lande, der Rinder züchtet, der Schweine züchtet? Der einfache Bauer am Lande wird feststellen am Ende des Tages, dass er mit Hunderten, Tausenden Hektar Fläche, bewirtschaftete Fläche, wie wir sie in Nordamerika vorfinden, nicht mehr konkurrieren wird können. Er wird hier unter die Räder geraten und wird natürlich auch, was die Preispolitik betrifft, nicht mithalten können. Und am Ende des Tages wird natürlich seine Existenz am Spiel stehen. Und in vielen, vielen Fällen werden wir ein großes und großflächig angelegtes Bauernsterben erleben. Ein weiteres Thema, Verschärfung der Tierschutzgesetze. Wir haben glücklicherweise in diesem Jahr einen Tierschutzantrag auch durchgebracht, eine Resolution an den Bund betreffend Verschärfung des Tierschutzgesetzes, was den Welpenhandel, den illegalen Welpenhandel betrifft. Und das ein durchaus wichtiges Thema ist, weil es zwar schon Verschärfungen gab, allerdings noch nicht in ausreichender Form. Wir erleben weiterhin, dass der illegale Welpenhandel vor allem aus Ostländern speziell im Internet floriert und es hier absolut notwendig ist, eine Verschärfung des Tierschutzgesetzes herbeizuführen, um auch diese Handelswege zu kappen und den Welpenhandel vollkommen auf legale, ordentliche und vor allem, was die Tierschutzstandards betrifft, zeitgemäße Ebenen zu heben und hier auch das Wohl der Tiere in den Vordergrund zu stellen, weil wir oft erleben, dass die Tiere, mit denen hier gehandelt wird, viel zu früh aus dem Mutterbereich entrissen werden und dann schwer krank oder vielleicht gar schon tot nach Österreich kommen, beziehungsweise an den Käufer, der sich erwartet, hier einen Hund zu erwerben, der gesund ist und auch entsprechend lange lebt.
Tierschutzorganisationen organisieren Transporte von Hunden aus Spanien. Wie sehen Sie das, dass Tierschutzorganisationen Hunde in anderen Ländern retten und hier in Österreich anbieten? Naja, ist schwierig, weil was passiert mit den Hunden hier? Wir wissen, dass der Markt kein so großer ist, dass auch hier alle Hunde entsprechend an den Mann kommen. Und ich meine, dass wir in den ordentlichen Züchtungen auch in Österreich genügend Hunde vorfinden, die auch versorgt werden müssen. Das kann ja nicht das Ziel sein, dass wir Hunde aus Spanien nach Österreich importieren, die dann hier in Tierschutzhäusern enden im Endeffekt, wo sie vielleicht ein besseres Leben haben als in anderen Staaten, aber das trotzdem nicht das große und erklärte Ziel sein kann.